Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit deiner Tagesdosis Angeberwissen mit Daily. Ja, heute ist der Till hier im Studio. Der Till hat Bock, irgendwie mal vorbeizukommen. Und da haben wir gesagt, okay, ist gar kein anderer da. Und seitdem ist der Till halt hier, sitzt er hier auf dem Platz und er wartet schon seit 2 Stunden darauf, in Aktion zu treten. Aber wir haben gesagt, okay, komm, machen wir das doch mal. Und wir reden heute über den 4. November. Richtig. Ja, der 4. November hat auch ein Geburtstagskind, ganz berühmtes. Ja. Und das ist? Das ist der Kopf der portugiesischen Nationalmannschaft bis 2006. Luís Figo. Luís heißt er, glaube ich. Luís? Luís Figo heißt Luís. Ja, Luís. Luís. Portugiesisch musst du, also Portugiesisch. Luís. Luís Figo, ganz cooler Kicker, hat aber nie so richtig was gewonnen, außer irgendwie Champions League und so ein Kram. Nein, aber es war ja der Spielmacher. Ja, aber auf nationaler Ebene hat er gelost. Naja. Ja. War ja nie so Portugal. Ich sage nur Europameisterschaft irgendwie hier, vergiss es. Total anti wegen den Ronaldo, sage ich dir nur. Aber ja, das geht sowieso nicht. Ja. Am 4. November 2006 saßen 10 Millionen Menschen in Westeuropa ohne Strom da. Deswegen hier so Dunkelheit. 2006? Dunkelheit. Ja, wo war ich da? In Westeuropa saßen dann 10 Millionen. Du warst nicht einer von den 10 Millionen wahrscheinlich. Ah, okay. 10 Millionen ist relativ wenig. Ich könnte mich erinnern. Auf ganz Europa gesehen. Weil wir haben ja schon in Deutschland haben wir schon über 80. Ja, und warum waren es denn? Ja, weil E.ON eine Hochspannungsleitung im Emsland abgeschaltet hat, waren 10 Millionen Menschen in Westeuropa ohne Strom da. Und auch es hat auch Auswirkungen auf Marokko gehabt. Das war Wahnsinn. 2006. Wahnsinn. Am 4. November. Wahnsinn. Was am 4. November alles passiert ist. Ne? Ja. So. Und was war noch am 4. November? Ja, das ist auch wieder eine Information quasi, die Welt bewegt. Du lachst. Ich lache so. Gerne. Aber 1901, das ist schon ein bisschen länger her, hat der Student Karl Fischer den Wandervogel gegründet. Die Wandervögel, genau. Den das Wandervogel. Und den daraus hat sich später die Wandervogelbewegung gegründet. Ja, das waren dann die Wandervögel. Oder hat man. Nein, die Wandervogelbewegung. Achso, hat man nicht die Wandervögel gesagt? Nein. Achso, da gibt es doch diesen Witz. Ich bin bei den Wandervögeln. Da gibt es 2 Gruppen. Die einen wandern, ich bin bei der anderen. Ja. Na egal. Ja, die Wandervogelbewegung 1901 wurde am 4. November gegründet. Ja, super. So. Und am 4. November wurde auch die Frauenrechtlerin Olympe de Gouges. Gouges bestimmt. Olympe de Gouges wurde die Frauenrechtlerin in Paris hingerichtet. Da ist sie. Musst du jetzt ohne Kopf vorstellen. Ja? Ja. Das war 1793. So war das dann am 4. November. Hingerichtet. Hingerichtet. Weil sie Frauenrechtlerin war. Aha. Mann, Mann, Mann. Böse, böse. Aber da waren ja die Franzosen sowieso schnell mit Kopf ab. Ja, ja. Tschipp. Frauenlächterin. Tschipp. Ja. Das war am 4. November. Und ja, jetzt wisst ihr ganz viele über den 4. November. Könnt rausgehen und könnt angeben, was es alles über den 4. November zu sagen gibt. Und geht nochmal auf Tills Kanal, Till und seinen Vlog. Auf jeden Fall. Das könnt ihr auch schon mal angucken. Und morgen am 5. November sehen wir uns wieder bei Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Cheerio, Miss Sophie.